Hallo, ich bin Ascoa von Spaniens Genusswelten. Heute mache ich uns eine Buddha Bowl mit spanischen Zutaten und Gewürzen. Was ist das Spannende an einer Buddha Bowl? Da sind ganz viele Nährstoffe in einem Teller präsentiert. Und wie wir da eben das Spanische noch einbauen, erfahrt ihr mehr dazu gleich. Was brauchen wir für das heutige Gericht? Heute sind es relativ viele Zutaten, aber ihr werdet sehen, dass es ganz einfach ist. Wir brauchen einen Kürbis, wir brauchen eine Zwiebel, 4 Datteln, eine Avocado, ein bisschen Petersilie, eine rote Paprika, eine kleine grüne Snackgurke, eine Tomate, 2 Knoblauchzehen, eine Frühlingszwiebel, eine Zitrone, Schrimps, Reis, schwarze Bohnen, Olivenöl, Essig, Salz und von den Gewürzen noch Pimentón de la Vera, schwarzer fermentierter Knoblauch, ganz spannend, und Kumin. Heute wird relativ viel geschnippelt. Wir machen das in verschiedenen Etappen, aber ihr werdet sehen, an sich dauert das alles nicht sehr lange. Den Ofen habe ich jetzt vorgeheizt, 250 Grad Umluft, den stelle ich gerade runter, wenn der Kürbis jetzt in den Ofen reinkommt, auf 180, und da braucht er, bis er gar ist, ca. 20 Minuten. Wir haben jetzt über den Kürbis ein tolles Gewürz hergenommen, und das ist Pimentón de la Vera. Pimentón de la Vera ist eine Paprikaschote, die in Extremadura wächst, und die wird als Pulver verarbeitet. Es gibt süß, agridulce heißt süß-sauer, und pikante. Wir haben heute den süßen hergenommen, das finde ich persönlich am einfachsten in der Küche. Wenn ihr sagt, ich möchte mal ein bisschen was Schärferes, gibt es auch den Pimentón in scharf. Wo bekommt ihr auch die spanischen Originalzutaten? Gerne bei uns im Shop www.spanien-shop.com, oder wenn ihr in München seid, schaut gerne im Donosti-Geschäft in der Blutenburgstraße vorbei. Wir nehmen heute ein sehr schönes Olivenöl her aus Spanien, und zwar ist es das Artajo-Öl aus Navarra, das ist Nordspanien. Die Olivensorte ist Arabiquina, und es gibt Unterschiede zwischen nordspanischen Arabiquina-Oliven und aus Andalusien die Arabiquina-Oliven. Wie kommt das zustande, dass diese Öle dann auch unterschiedlich schmecken? Nun, in Nordspanien regnet es einfach viel mehr, die Olive hat einfach mehr Wasser,
Und in Andalusien gibt es ja nur ein Zehntel Vergleich an Niederschlagsrate, sodass die deutlich geschlossen und intensiver schmeckt. Ich mag dieses Olivenöl also sowohl zum Anbraten wie auch für die Salate. Wenn man sagt, man möchte das Ganze ein bisschen intensiver, dann gerne auch ein Arbequinaöl aus Andalusien. Für heute nehmen wir Frijoles Negros, das sind schwarze Bohnen. Die sehen in der Trockenform so aus. Die habe ich vorgestern über Nacht eingeweicht und gestern habe ich sie quasi eine Stunde lang sehr niedrig gedünstet und weich gekocht. Wir schütten jetzt das Kochwasser ab, weil die kommen gleich in die Pfanne, die werden mit angeschwitzt. Wir haben jetzt für den Tomaten-, Gurken-, Paprikasalat neben dem Öl einen schönen Essig auch hergenommen. Und zwar ist es ein dunkler Pedro Jiménez Sherry Essig. Pedro Jiménez gibt von der Traubenstruktur her eine sehr hohe Restsüße weiter an den Essig, sodass das wirklich sehr mild, fruchtig, fast schon könnte man meinen, dass der Essig Zucker hätte, ist aber dem nicht so. Es ist rein nur die Süße durch die Traube. Wenn euch die Rezeptideen gefallen, dann lasst uns gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal. Und wenn ihr einen netten Kommentar für uns habt, dann schreibt unten. Meeresfrüchte müssen immer einem Qualitätsmanagement unterzogen werden. Hast du jetzt gerade im Hintergrund ebenfalls Qualitätsmanagement betrieben, ohne dass ich das weiß? Hat ein bisschen länger gedauert bei dir heute. Gut, gell? Wir haben jetzt noch ein spannendes Dressing gemacht und zwar aus schwarzem Knoblauch. In Spanien wird relativ viel mit schwarzem Knoblauch gemacht. Was ist schwarzer Knoblauch? Es ist fermentierter Knoblauch. Der ist einfach bekömmlicher, man kann viel mehr Menge essen. Und wie schmeckt der? Er ist leicht süßlich, wie so eine Dörrpflaume, erinnert so ein bisschen an Lakritz. Und eben in einer Vinaigrette haben wir jetzt eben zwei von diesen Teelöffeln hergenommen, bisschen Zitronensaft, bisschen Olivenöl und damit es wirklich so ein bisschen flüssiger ist, ein bisschen Wasser. Wir richten jetzt an, dann kommt es noch schön drüber.
Eine Buddha Bowl, so wie ich sie mir mit spanischen Würztechniken und Zutaten vorstelle. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ein bisschen Reis, Bohnen und eine Shrimp. Super gut. Lust auf weitere spanische Rezeptideen? Dann klick einfach hier ins nächste Video und sehen wir uns gleich wieder. Genau. Meeresfrüchte müssen immer einem intensiven Qualitätsmanagement. Meeresfrüchte müssen immer einem qualitativen Meeresfrüchte-Qualitätsmanagement. Ja, stimmt.